Hallo und willkommen zurück bei Crusader Kings 3 im Kampf um Italien bei unserem, nein, nicht mehr bei Grafen Giovanni, sondern Martino, glaube ich. Graf Martino. Wir haben auch einen Sohn im Jahr 899. In der letzten Folge, wir wurden ja exkommuniziert und sind dann auch gestorben. Direkt am Ende. Ja, traurig, traurig. Aber für unseren Spielstand, glaube ich, ganz gut. Spielstand, weil er war halt exkommuniziert und es ist eigentlich auch nicht viel passiert. Weil es hat niemand ausgenutzt. Was ich ganz schön geil finde. Aber trotzdem war es natürlich ein fettes Risiko. Wir haben nicht das gesamte Land unseres Vaters geerbt. Wir haben ja noch unseren Bruder. Sind allerdings zornig. Deswegen wir das uns auf jeden Fall wieder zurückholen werden. Und auch in seiner Amtsregierung, keine Ahnung, während er halt herrscht, werden wir auf jeden Fall versuchen, die gesamte Lombardei zu erobern. So. Jetzt kümmere ich mich erstmal um den ganzen Scheiß hier. Verwaltung. Mehr Geld. Ratsposten, ja, genau. 12. Boah, 5, die ist so krass, Alter. 25, insane, ey. So. Wir müssten aber eigentlich stärker sein als unser 400 Mann. Rein da, oder? Ja. Den machen wir komplett lang. Würde nochmal warten, einfach bis 900, so. Einfach nochmal, ne? Ein bisschen chillen. Muss jetzt auch nicht direkt angeschissen kommen. Er hat auch Geldnöte, wow. Sehr krasser Regent, Alter. Alter, ist. Ja, scheiß drauf, Digga. Weg mit dem. Ausheben. Wir haben ja irgendwie 600 Mal mehr als der Typ. Ich habe jetzt auch noch 100 Gold Steuern erhalten. Wow. Rein da. Oh, ja, stimmt, mein Sohn. Den müssen wir natürlich. Ratseinladung. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Hier, Regimenter. Hä? Ja, okay, dann halt nicht, ne? So. Das war eigentlich alles. Der, ich frage mich die ganze Zeit, warum diese Schlacht nicht weitergeht. Ich bin auf Pause. Junge. So. Abgezogen, die Wichser. Wir haben sogar jemanden gefangen genommen. Sieg. 1000 Mann gegen. Ja, gut. 400. 122 verloren. Er 148. 900 Überlebende. 239. Okay. Alter, die Kuhgeräusche, Alter. Der angeschissen mit den 300 Mann. Oh nein, jetzt habe ich aber Angst. Kombo ist mein Junge. Der geht da jetzt nicht rein, oder? Digga, die KI ist so dämlich, ne? Das ist krass. Rein in die Luzi, ey. Geil, erster Ratsmitglied ist schon gestorben, Bruder. Wow. Du bist ja eh viel besser. Ja, wir sind Freunde, sehr geil. Digga, unsere Frau ist einfach trunken wollt. Digga, was ist denn jetzt los? Alter, Junge. Das ist diese Toskanerin. Ja, genau. Die ist wichtig. Geil. 25 Gold noch gegönnt. Easy. Bam. Sieg. Ja, piss dich. Der chillt da immer noch. Kannst dich gleich verpissen, Junge. Perfekt. Wir haben wieder unser Land. Kontrolle ist, naja. 10 Monate, dann geht's da weiter. Perfekt. Perfekt.
Mal gucken, wir brauchen ja noch zwei Grafschaften um die Lombardei. Wie sieht's mit Korsika? Ja, nee, danke. Ja, du musst sterben. Wir sind zornig. Stirb. Wir den Krieg rufen. Ja, okay. Okay, jetzt sind wir halt dauerhaft im Krieg, Alter. Digga, ach so, ich dachte gerade, der hat 300 Mann und er ruft mich rein, ey. Ja, wir werden da kommen, so. Weil normalerweise scheiße ich auf sowas, aber für ein bisschen Prestige, dann. Ne? Ich meine, Alter. Bruder, wie langsam. Digga, was treibt ihr da? Digga, mach mal hinne! Hallo? 70 Tage noch. Der will mich verarschen. Warum steht hier? Okay, ja, random. Digga, jetzt auch mal geschafft. Nee, immer noch nicht. Digga, du willst mich verarschen! Lehnsherr wurde der. Auweia. Nee, das interessiert mich nicht. Lehnsherr. Warum wird mir das nicht angezeigt? Hä? Ist da jetzt Krieg? Weil mir wird nichts angezeigt. Nö, weißer Frieden oder so, keine Ahnung. Es kann ewig dauern hier. Ah, wobei, 7 Monate geht eigentlich. Ja, wir verbessern, wir bauen einfach mal. Wir haben das Geld und den Style. Jetzt brauchen wir mittlerweile. Wir brauchen ja jetzt kein Geld mehr so wirklich für Sötter. Oh, weia, ist hier bald Krankheit? Mach schon mal Kontrolle. Ach du Scheiße, ein Kombo. 12 Jahre. Leck mich. Digga, Rat! Alter, wollt ihr mich verarschen, Karl? Bleibt doch jetzt mal am Leben. Hier, die scheiß Ratskanzler die ganze Zeit, wenn du jetzt stirbst. Digga, dann töte ich dich nochmal. Geil, jetzt machen wir das alleine. Checken wir nicht, was das für eine Aktion von Siegbert hier war. Das ist der Fette. So, wir haben es erobert. 80 Tacken gemacht, Alter. Geil. Ich verpiss mich. Ich hab keinen. Ach ja, mein Kollege ist da ja verreckt, ne? An den wertlosen Martino. Halt die Fresse. Digga, du bist 11 oder so. 8. Halt mal's Maul. Digga, ich bringe unserer Gesellschaft was. Ja, ich bin, wie alt bin ich? Keine Ahnung, aber irgendwie 34 oder so. 33. Ja, guck. Kleine Pisser, Alter. All den Wert, halt's Maul. Ja, vorbei. War's voll. Oh, ja,
Er wird vorher fertig. Scheißkontrolle wirklich ist. Das Polizei, ja, das verkacken wir sowieso. Aber ein Anspruch auf unsere Nachbarn, auf Pavia. Das wäre aber was. 13 Monate. Easy. Easy. Alter, Toskanas Bild ist richtig krass, ne? Wow, ist ein guter Verbündeter. Würde der da geldmäßig... Der ist geduldig, das heißt, er braucht nicht direkt das Geld. Sehr schön. Kann ich hier noch was bauen? Ich kann irgendwo bauen, Alter! Was ist das? Wir sind doch in Italien, Junge! Was kann ich eigentlich hier bauen? Universität, 1000 Gold. Ja, ich musste, Alter, erhaben, Entwicklung. Herzog sein. Können wir da aber direkt mal anfangen, weil ich würde die echt gerne bauen. Das wäre da in Mailand ein bisschen Entwicklung. Alter, diese zusätzlichen Steuern die ganze Zeit, ich finde es so geil. Alter, Großbritannien ist so ein Haufen Scheiße. Er zaubert da. Gewinnt, also Wales, alles. Das sind auch irgendwelche deutschen Säcke. Dann Schweden überall so eine Seuche, Alter. Italien ist doch schön ordentlich. Da ist alles gut. Alles ist gut, solange du wild bist. Das ist jetzt auch bald fertig. Gibt's ja direkt den nächsten Krieg. Das ist heute eine kriegerische Folge. Also hier hatten wir jetzt schon zwei, einer kommt noch. Dann holen wir uns nächste Mal die ganze Lombardei. Diese Eselgeräusche, ne, wirklich. Warum bin ich? Ich hab grad versehentlich eine Hotkey aktiviert, Digga. Oh. Hier, gehen wir zurück auf Reiche, Junge. Danke. Aber es geht mir wieder besser. Das ist doch schön. Okay, geil. Ist es der? Nee, das ist der nicht. Prinzessin. Prinzessin, Alter? Ja, es tut mir leid, ne? Aber von nichts kommt nichts. Also ich würde da mit meiner Hand versehentlich auf Ansprüche von euch außer. Steht ja ganz gut, Männer. Savoyen? Ist nicht im Krieg. Ah, da holen wir unseren Typen rein, oder? Da holen wir Kollege Schnürschuh rein. Der regelt das. Wo ist denn der nochmal? Da unten, ne? Ja. Ich müsste aber kurz Dings laufen lassen, damit die Nachricht. Ah ne, ist schon. Okay. Hier, Herzog Adalberto der Zweite. Rein mit dir. So, perfekt, direkt da rein. Alter, hört auf, irgendwelche Randos umzubringen oder es versuchen, es hat ja nur nie funktioniert. Okay, Savoyen kommt jetzt. Ah, das könnte, da müsste ich vielleicht Leute da reinholen, das könnte nämlich richtig close werden. Schaffen wir das? Ah, sehr schön.
Aber das ist dieser Pisser, das ist Papst Clemens der Dritte. Ja. Du kannst einen katholischen Kriegerorden gründen, aber ich werde es nicht vergessen, dass du im Kern bist du immer noch ein kleiner Huso, verstehst du? Der irgendwelche random Grafen in Italien exkommuniziert. Der Savoy-Dude ist auch gestorben. Jetzt ist es halt sein Sohn oder Neffe oder whatever. Mit Genuss. Okay, Sadist. Ja, zornig Sadist, vielleicht. So. Perfekt. Ja, jetzt, krank, mein altes Ich. So, wir sind wieder komplett fein. Sind schon ordentlich jetzt gespreadet in dieser Folge. Das ist sehr, 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 sehr schön. Vormundschaft. Hab ich hier gerade meinen Sohn? Glaube, ich bin komplett dämlich. Kann das sein? Dass ich ihr gerade meinen Sohn gegeben habe. Ja. Ich bin so dumm, Alter. Ich hab nicht aufgepasst. Ich dachte so, oh geil, die gibt mir Mündel. Oh, wir können es ja zu Tumietschu schaffen. Ja, rein da. Wir sind jetzt Herzog. Ihr seid jetzt ein mächtiger Herzog. Das ist doch. Guckt uns da unten an, ey. Guck mal hier, die ganzen Vollidioten. Oh, gibt sie uns mehr Vasallen? Jawohl. Boah, guck's dir an, Junge. Okay, sehr, sehr großer Fortschritt. Jetzt sind wir auch einer der Big Player hier. Nicht mehr so kacke wie vorher. Unter Giovanni, auch geächtet von der Kirche. Hier ist Spoleto, Friuli, Toskana. Jetzt ist ein neuer Stern aufgegangen. Versteh das. Lombardei. Ehre. Können hier Typen freilassen. Und wir verlieren direkt das Land, weil die Haupterbe ist die Kaiserin. Ja, aber die würde uns das wahrscheinlich wieder geben, oder? Ich will jetzt eigentlich nicht so Gedanken. Und wir können wahrscheinlich, ja, wir können richtig viel bauen. Sehr schön Geld ausgeben. Pavia. Wir haben jetzt auch drei Vasallen. Ist das geil oder ist das geil? So, erstmal hier wird hier fett gebaut. Ich will mehr Geld, mehr Truppen, alles mehr. Apropos Truppen, wir können jetzt mal hier das da vergrößern. Und ein Heer können wir nächstes Mal auch erschaffen. Guckt das euch an. Ja, es war ein ziemlich großer Fortschritt heute. Ich bin froh. Also klar, ich könnte es jetzt so spielen, dass ich hier alles erobere und in einer halben Stunde, ne, aber einfach mal so immer einen kleinen Fortschritt. Jetzt sind wir innerhalb des Kaiserreichs Italien relativ mächtig. Sehr schön. Es war mir eine Freude. Beim nächsten Mal weiß ich nicht, was dann passiert. Ich hoffe, war geil. Ich verabschiede mich. Ciao.